Jo Leute, was geht ab? Hier ist euer Marc Manetti. Und zwar, ich mache mal ein kleines Experiment. Ich war gerade hier bei der Aral tanken. Ich habe den Zettel schon weggeschmissen. Eigentlich war das Ganze nicht geplant, aber irgendwie probiere ich das Ganze mal aus. Ich habe den Wagen gerade ganz frisch vollgetankt und war relativ sparsam unterwegs. Und zwar bin ich jetzt 1,3 Kilometer gefahren und habe eine Restreichweite von 863. Und habe auch gerade die 95.000 heute geknackt. Ich habe mir jetzt hier die GoPro aufgebaut, die ich dabei habe. Und hier unten mein Datenlogger, sage ich jetzt mal so, wo man ein bisschen Sprit tracken kann. Diese Perspektive hier wird ziemlich interessant sein. Das wird so eine Gesamtmaske im Endeffekt. Maximaler Speed, maximale Drehzahl, maximale Power, Newtonmeter und alles mögliche. Ich versuche mal wirklich die Fahrt jetzt von Kiel nach Hamburg so langweilig zu gestalten, wie ich nur kann. Ich hoffe, das klappt irgendwie auch alles soweit. Fakt ist, es ist derbe viele Baustellen da, also derbe viel mit 80 unterwegs zu sein. Und ich bin mal gespannt, mein Ziel ist es persönlich, ob ich es schaffe, weiß ich nicht, ist es irgendwie hier eine 1000 stehen zu haben. Da, wieso fokussiert er nicht da? Gecheckt, also wenn ich das schaffe, da eine 1000 stehen zu haben, das wird ziemlich, ziemlich geil. Das ist so ein bisschen das Ziel, ob ich die 1000 Kilometer schaffe mit einem 330i N52 B30 als Handschalter. Und das würde bedeuten, Schnitt von 6,3 Liter. Mal gucken, ob ich das schaffe. Also ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ich werde zwischendurch immer wieder mal reinschalten und mal updaten. Ansonsten habe ich hier die GoPro die ganze Zeit laufen und hier die Kamera, die nimmt auch auf. Screen recordet der und die Fahrt lasse ich auch loggen. Also ich bin gespannt, wie es aussieht. Also ich hatte dich auf dem Laufenden. Eine Sache habe ich noch vergessen, das mache ich mir noch live mit euch. Und zwar werde ich alles, was ich habe, nullen. Also das ist hier schon alles genullt. Da hat man jetzt nichts. Ich mache den hier platt. Durchschnittsgeschwindigkeit. Verbrauch von vorhin. Ja, das war's. Also ich bin gespannt, was rauskommt. Ich hoffe, ich kriege die 1000 da vorne hin. Aber wenn ich in Summe mit Kilometer, das bin ich schon gefahren, die 1,3 Kilometer, mit den Restreichweite zusammengerechnet, 1000 kommen, wäre schon ziemlich heftig. Also ich bin gespannt. Oh, ich bin ziemlich nah dran, glaube ich. Egal, also... Ich gebe mal ein bisschen Updates. Also was passiert ist, ich filme mich hier gerade mit meinem Handy, mit meiner Selfie-Kamera. Also wir sind jetzt gefahren 12 Kilometer und 12 Kilometer haben jetzt 0,8 Liter Sprit verbraucht. Das sehe ich hier in meinem Handy, hier unten. Und der Verbrauch, der Tageskilometerzähler ist erstmal in den Keller gegangen, auf 840 runter. Ist aber jetzt wieder langsam am Ansteigen und ist jetzt bei 859. Und ziemlich unfair, ich fahre gerade hier einen kleinen, langsamen, ewig langen Berg hoch und das macht sich im Sprit bemerkbar. Ich habe einen Durchschnittsverbrauch von 7,5 Litern aktuell und ich denke mal, der wird auf jeden Fall noch weiter fallen, aber irgendwie nicht hier am Berg. 7,5 Liter Durchschnittsverbrauch und die App zeigt mir 7 an, also genau 7 Liter Durchschnittsverbrauch und ich habe jetzt 0,9 Liter verbraucht. Ich habe gerade 17 PS anliegen und 70 Newtonmeter. Mehr braucht man nicht. Ich habe jetzt angefangen, manuell das Ganze hier zu steuern, weil der Berg und alles hat mich ein bisschen geärgert. Aktuell sehen die Zahlen wieder besser aus. Ich habe 878 Kilometer Restreichweite und bin 29 Kilometer gefahren, also ich bin jetzt bei den 900, über 900 im Endeffekt in Summe und habe verbraucht 6,3 Liter im Schnitt laut dem Bordcomputer hier und 1,7 Liter insgesamt jetzt verbraucht. Und die Zahlen sehen besser aus, die Restreichweite steigt und ich bin ambitioniert, dass ich die 1000 kriege. Ich bin gespannt. 6,7 laut Bordcomputer im Lenkrad hier. Ja, Durchschnittsgeschwindigkeit 70,8 mit Stadt dabei. Ja, bin gespannt, wo die Reise hingeht. Ich hoffe, es wird weniger. Ich melde mich, wenn es Neues gibt.
Und zwar, ich war fleißig am Nicht-Gas geben. Ich habe jetzt geschafft eine Restreichweite von 901 Kilometer und bin 37 Kilometer schon gefahren. Also vielleicht kriege ich die 1000 hin. Seitdem ich manuell am Steuern bin, sieht das für mich deutlich besser aus. Ich habe jetzt einen Schnitt von 6,0 Liter, sagt er mir hier in der App, und habe verbraucht 2,1 Liter aktuell. Und ich bin unterwegs ein bisschen langsamer gerade, aber ich will die 1000 halt irgendwie erreichen. Und fahre mit 13 PS und 59 Newtonmeter unterwegs. 905, 906 steht auf dem Zettel. So, es geht weiter. Ich habe jetzt eine Restreichweite von 941 Kilometern. Und bin 51,1 gefahren. Also wenn es so weitergeht, kriege ich die 1000 hin. Wahrscheinlich sogar noch mehr. Ich bin gespannt. Entscheidend ist aber für mich wirklich, wenn ich an der Tanke bin, ich fahre nämlich direkt zur Aral wieder hin, mache die Karre wieder voll und dann will ich in der Restreichweite mindestens 1000 stehen haben. Habe ich, glaube ich, noch nie gehabt. Also bei dem Wagen sowieso noch nie über 700. Eigentlich fahre ich immer mit Restreichweite von 500, 550 mit Glück. Und ja, ich bin gespannt, da mal die 1000 stehen zu haben, also mal wirklich die Hälfte bzw. das Doppelte an Reichweite erreicht zu haben. 5,8 im Durchschnitt, sagt er hier, und 2,9 Liter verbraucht. Und 6,3 sagt er mir im Bordcomputer. Ja, gut. Mein Bein wird langsam schlapp, ey, das könnt ihr mir glauben. Ja, nicht die optimalsten Bedingungen hier. Licht, Regen und so weiter. Oh, Kilometer mehr. Ich bin gespannt. Also die 900, die 1000 habe ich gleich safe. Ich freue mich. Na. 946. 47. Ich habe die 1000. Ja, das sind jetzt genau die 1000 auf Summe. 947 und 53,3 Kilometer gefahren. Ja, ich bin gespannt. Wie das weitergeht, müsste eigentlich auch hinkommen. 5,9 Liter, 5,8 sagt er mir jetzt. Und wenn ich 1000 Kilometer mit 63 Liter fahre, wäre es genau 6 Liter. Krass ist halt wirklich, wird auch hier überholt von LKWs. Aber nicht in Baustellenbereichen, wo es hier wieder 80 ist oder 60. Und ja, ich bin gespannt, wie das Ganze weitergeht. Gleich habe ich den 950 geknackt, also die 1000 sind safe. Ich bin gespannt, ob ich das Niveau hier halten kann, bis ich zur Tanke bin, weil da ist noch ein Stück Stadtverkehr mit bei, mit Parken und Beschleunigung und so weiter. Ich bin gespannt, also. Ihr hört von mir. 1000. Tatsächlich kurz 980 Restreichweite drauf. Die schwindet mir gerade dahin. Jetzt sind es wieder 976. Und das ist wahrscheinlich ein kleiner Berg, der hier gerade am Start ist. Also da wird nicht mehr kommen. Ich habe aber 65 Kilometer schon abgespult. Also die 1000 habe ich deutlich geknackt. Und wäre natürlich geil, jetzt noch die 1000 Restreichweite hinzukriegen, also insgesamt irgendwie 1100 oder 1150 oder sowas. Sehe ich aber gerade nicht kommen bei der ganzen Nummer. Leider nicht. Aber ich bin gespannt, die 1000 sind auf jeden Fall geknackt. Ich schaue, wie das Ganze weitergeht. Ich müsste auch bald da sein, ungefähr 20 Kilometer habe ich noch zu fahren. Also die ganzen 100 Kilometer schaffe ich jetzt auch nicht. Von Ort zu Ort, den ich mir jetzt das Ziel gesetzt habe. Und ja, ich bin gespannt, was im Endeffekt auf dem Zettel steht, weil ich habe vorhin randvoll getankt und das mache ich gleich wieder. Dann sehen wir mal, was abgeht. Nochmal ein kleines Update, und zwar ich habe es irgendwie, weil der Regen weg ist und ich den gegen das Wasser nicht mehr anfangen muss,
habe ich es geschafft, eine Reichweite von 981 zu erreichen und ich bin 80 Kilometer schon gefahren. Und das ist ziemlich heftig. Ich bin gespannt, ich habe jetzt noch 7 bis 8 Kilometer zum Ziel. Ob ich bis dahin noch die 1000 auf die Restreichweite kriege und die 80 nochmal on top, die ich gefahren bin, das ist natürlich richtig, richtig krass. Ich bin gespannt, ob ich das irgendwie hinbekomme. Sehe ich aber als sehr schwierig an, jetzt aktuell das irgendwie noch hinzukriegen. Aber mal sehen, ich bin überrascht, was hier alles abgeht. Ansonsten, ich fahre weiter sparsam. Also, peace. Es ist ein bisschen dunkler geworden. Also, ich hatte mega, 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 mega krass Glück. Und zwar genau da, wo meine Auffahrt war, war gerade Stauende. Und ich bin mit den letzten paar Metern abgefahren und fahre jetzt hier durch die City. Und ich habe jetzt sagenhaft 998 Kilometer Restreichweite und bin 88 Kilometer gefahren. Also ich sehe gleich die 999 und jetzt sehe ich die 999 und gleich mache ich die 1000 voll mit Restreichweite. Ich finde das ziemlich krank, das Ganze. Also im Prinzip ein Verbrauch von 6 Liter bedeutet das. Ne, unter 6 Liter. Und ja, jetzt bin ich gleich bei der Tanke. Es sind noch irgendwie 3-4 Kilometer. Ja, ich wusste gar nicht, dass er die 1000 anzeigen konnte. Ich dachte, er macht da so einen Strich oder Minus, Minus, Minus oder fängt bei 1 an oder sowas. Also die 1000 kann er darstellen. Finde ich derbe heftig. Hätte ich nicht gedacht, dass er das irgendwie erreicht. Also 1000 Kilometer Restreichweite habe ich jetzt. Und 88,6 Kilometer bin ich gefahren. Sogar 1001. Ich schleiche aber jetzt auch gerade echt wie ein übelster Behinderter. Macht auch null Spaß, die ganze Fahrt macht keinen Spaß, aber irgendwie 1000 und eine Nacht. Also 1001 Kilometer habe ich jetzt hier stehen. Ja, ziemlich heftig das Ganze. Wie gesagt, ist noch ein bisschen zur Tanke. Oh, 1002. Also das heißt, statt rumgurken ist noch sparsamer. Hätte ich mir auch nicht denken können, aber naja, ich fahre jetzt nochmal zur Tanke. Ich bin gespannt. Wahrscheinlich wird der Tankwart mich derbe auslachen, warum ich irgendwie für 5 Euro tanke oder sowas. Das gute Ultimate, 6 Liter, nicht mal, vielleicht, weiß ich nicht, bin gespannt. Auf jeden Fall Tankpredigt wird kommen. Und ja, ein bisschen jetzt sparsam durch die Stadt fahren, 1003 Kilometer Restreichweite, heftig, ich bin gespannt. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Leute. 91,5 Kilometer gefahren. 1000 Restreichweite. Und ich bin bei der Reihtanke. Crazy. Ja, das zeige ich euch mal hier trotzdem schon mal. 4,9 Liter habe ich insgesamt verbraucht auf die ganze Tour. Ich habe einen Schnitt von 5,5 Liter, bin 88,4 Kilometer gefahren. Der Unterschied zwischen 88 und 91 ist, ich habe den hier genullt, als ich losgefahren bin und da hatte ich ja die 1,3 Kilometer schon drauf. Ich bin 1,5 Stunden lang geschlichen, beziehungsweise 1 Stunde und 20 Minuten bin ich rumgeschlichen. 11 Gramm CO2, nee, 11 Kilo CO2 ausgestoßen. Also hier steht die 1000, 70 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit, 6 Liter sagt er mir hier im Bordcomputer an. Ich bin gespannt, ich gehe jetzt tanken und mal sehen, was ergibt, was sich da ergibt. Was? Ich kann mich verarschen. Muss doch eine Zapfuhr liegen. Also laut Aral gehen nicht mehr als 2 Liter rein. Boah, wenn der Verbrauch nur immer so wäre. Krass, irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt, hier die ganze Nummer.
warte, scheiße. Also das Ding ist jetzt randvoll. Voller als hier hin. Was geht ab? Ich hoffe, ihr könnt mich sehen und ich bin hier irgendwie im Licht. Ich bin jetzt hier abends im Dunkeln noch an der Aral. Warte. Der Boy hat nämlich Angst. Hier ist der Zettelbeleg. Ich lies mal vor und ich zeig's auch direkt. Ich habe 7,05 Euro bezahlt und habe sage und schreibe 5 Liter getankt. Ich habe das Ding gerade voll gemacht. Die Kassierin hat mich auf jeden Fall auch irgendwie ausgelacht. Ich war auf jeden Fall derbe korrekt drauf, aber hat mich ein bisschen ausgelacht. Meinte so, Digga, also war, ey, schämst du dich nicht für 7 Euro zu tanken, 5 Liter, was ist das denn? Und so, auf jeden Fall ziemlich interessant die Nummer. Ich war extrem sparsam unterwegs. Ich hätte nicht gedacht, dass die Restreichweitenzahl, die ich hier habe, bei 1000 stehen bleibt. Also ich starte gleich nochmal, fahre nochmal irgendwie ein bisschen, dann berichte ich nochmal. So Leute, letztes Video für heute. Ich bin jetzt noch nach Hause gefahren und da ging relativ schnell auf den letzten paar Kilometer die Restreichweite noch hoch auf 1019. Tatsächlich war es so, ich bin ja 90 Kilometer lang gefahren, also 90 Kilometer weit gefahren und hatte eine Restreichweite an der Tankstelle von 1000. Also das heißt 1090 Kilometer Restreichweite insgesamt müssten hier eigentlich jetzt stehen. Komischerweise hat das nicht, wie es sonst macht, wenn man tankt, dass die Restreichweite während des Tankens schon hochsteigt, sondern die blieb einfach konstant auf 1000 stehen. Vielleicht hat BMW gar nicht geplant, dass der mal mehr als 1000 Reichweite hat. Lustig ist auf jeden Fall, dass auch mir die App hier gezeigt hatte vorhin, dass er hier, ich zeig dir mal mit dem Finger drauf, da 5 Liter stand und ich habe genau 5 Liter getankt. Und vorher war das Ding auch randvoll, also es kann schon gut sein, dass das hingehauen hat. Ich blende gleich mal die Daten ein hier. Es waren 5,6 Liter Verbrauch oder irgendwie sowas insgesamt. Nicht insgesamt, sondern auf 100. Ja, ziemlich sparsam kann der Fuchs sein. Eine Sache, die sich eingestellt hat, was mir aufgefallen ist, gerade in unteren Drehzahlbereichen, so ab, also wirklich unteren Drehzahlbereichen, 1000 bis 1300, 500. Ist der Wagen brummiger geworden jetzt als vorher und wenn ich jetzt langsam so 30 im dritten fahre oder sowas, fing der Wagen an ein bisschen zu ruckeln. Das hat er vorher auch nicht gehabt, vor allem nicht im Sommer. Im Winter mal bei minus 10 Grad oder bei Minusgrad und bei kalten Temperaturen, nie bei warm. So, wir haben jetzt gerade 17 Grad, hat er nie bei 17 Grad irgendwie sowas gemacht. Das ist jetzt irgendwie neu. Ich weiß nicht, ob das gut ist, so mit dem Wagen zu fahren. Tendenziell würde ich einfach mal sagen, nein, weil der nicht dafür gemacht ist, so rumzuschleichen. Wahrscheinlich battle ich auch gerade den EWG-Wert von BMW selber. oder was sie da für einen Zykluswert oder wie das da heißt, battle ich den wahrscheinlich von BMW gerade selber. Ich glaube nicht, dass es irgendwie großartig gesund ist, für den Motor zu fahren. Das war auf jeden Fall mal ein Test, den könnt ihr euch jetzt sparen, den habe ich jetzt mal gemacht. Ich wollte nur wissen, wie sparsam kann man wirklich unterwegs sein, wenn man das mal drauf anlegt. Ich habe mir geguckt, meine einzigen Tricks waren Klimaanlage aus. Licht hatte ich nicht an, weil es hell war und das war's. Und mehr habe ich nicht gemacht. Ich habe keinen Reifendruck gepimpt. Ich habe auch sogar Regen auf der Straße gehabt, gegen die man anfahren musste. Später war die Straße trocken. Hat man auch sofort gemerkt, dass die Restreichweite deutlich schneller gestiegen ist. Und laut Anzeige war tatsächlich die PS-Zahl, die ich abgerufen habe, von 14, irgendwie von 16, 17 irgendwie auf 14 gefallen. Ja, auf jeden Fall waren da ein paar Widerstände. Ich glaube, wenn die Tour komplett trocken gefahren wäre, hätte man noch mehr rausholen können. Aber im Endeffekt bin ich ziemlich überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier auf dem Display mal eine 1000 stehen habe. Ich habe das schon mal probiert. Da bin ich bei 700, 730 gelandet. Ich dachte mir so, boah, 800 wäre schon krass. Dann bin ich letztens ein bisschen sparsamer gefahren, bin mit 869 unterwegs gewesen. Da dachte ich mir auch schon so, holy shit, und ich war auch auf der Autobahn richtig sparsam unterwegs. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich irgendwie mal die 900 knack. Jetzt habe ich sogar die 1000 geknackt, im Endeffekt sogar fast die 1100. Das ist ziemlich crazy, also im Endeffekt, man kann den 330i mit null Spaß, es sei denn, man macht sich einen Spritsparspaß draus, wie ich es gemacht habe, mit null Spaß, extrem sparsam fahren, aber
das meine ich nicht nochmal. das ist ein ganz guter Test, das mal irgendwie mal auszuprobieren. Mein Standardverbrauch liegt eigentlich bei, ich habe jetzt auf ein Jahr mit Spritmonitor, da mache ich mal ein Video drüber, 12 irgendwas. Also unter 11 komme ich normal mit normaler Fahrt auch nicht. Wenn ich irgendwie mal auf der Autobahn fahre oder viel Start, mache ich die unter 10 sowieso ganz selten. Also die letzten 2-3 Wochen bin ich, glaube ich, mal sparsamer gefahren, weil ich wollte es mal ein bisschen ausprobieren. Habe ich das erste Mal mit dem Wagen gemacht und ich habe den jetzt schon über ein Jahr. Und ich gucke nicht die ganze Zeit in die Kamera, weil das echt hell ist, das Licht hier. Und irgendwie unter 10 Liter bin ich nie, unter 11 bin ich fast nie unterwegs. Also wenn ich 10 Liter habe, war ich schon mega sparsam. Mit 11 Litern war ich normal, mit 12 war ich auch normal und alles darüber ist dann, na gut, ab 13 Liter, ab 13,5 kann man sagen, dass man fix unterwegs ist. Rekordverbrauch lag irgendwie mal bei 16 Liter oder sowas. Ich mache mal ein Video drüber, ich habe bei Spritmonitor, ich habe alles dokumentiert. Vielleicht kennt ihr das gar nicht, ich zeige euch das mal, macht dann mal ein Video drüber. Ansonsten bin ich jetzt froh, dass ich zu Hause bin. Ja, werde mal das Video die Tage bearbeiten. Ich hoffe, ihr fahrt nicht so sparsam, weil macht keinen Spaß. Nutzt euren 330i, nutzt die 6 Zylinder und die Drehfreude, die ihr habt. Und fahrt vorsichtig, ich wünsche euch was. Peace.